Servus Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Das Ende der Trilogie steht bevor, aber das wird noch ein bisschen dauern. Bis dahin haben wir einiges an Spaß, wie wir in der letzten Folge bereits bewiesen haben. In dieser Folge werde ich mit Liara sprechen, die hier nämlich sitzt. Und ich glaube, danach werden wir uns mal wieder ein bisschen in den Weltraum begeben und ein paar Nebenmissionen machen. Hoffentlich. Noch bei der Arbeit. Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich sag jetzt mal nicht, dass oh ja, wie könnte ich das so vergessen? Ja, ich war damit beschäftigt, am Leben zu bleiben, du dumme Kuh. Ich war zu beschäftigt mit Husks und der Jagd auf Saren, um es mir anzusehen. Man sieht nichts mehr von dem Angriff. Das ist zu unserem Nachteil. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Praktisch. Gefällt mir. Sie könnten mal mit dem Volus Balavon in seinem Büro reden. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Okay. Schauen wir mal, vielleicht hat er ja jetzt ein bisschen was zu melden. Der Balavon. Mit Valaron. Ich fürchte fast nicht. Hatte ich mal erwähnt, dass mir dieses... Jetzt kann ich gar nicht mehr mit ihm reden. Nee, scheiß drauf. Ich gehe jetzt nochmal zu diesem Terminal. Und wenn ich das jetzt nicht nochmal drücken kann, dann drücke ich diese Kackmission weg. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, ins Fegefeuer oder in den Garten? Wo wollen wir hin? Botschaften. Einen Moment bitte. Ja. Bitte warten Sie. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Aber ich brauche Beweise. So, dieses Scheiß. Vielleicht muss ich auch einfach ein bisschen warten und dann nochmal hingehen. Kann ja auch sein. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ich muss hier weg. Dieser Landgang macht mich ganz seekrank. Ankunft in Andockbucht D24. Ich werde mich jetzt mal schön wieder in den Weltraum verpieseln. Und da werden wir jetzt noch ein bisschen Cluster erkunden, ehe wir mit der Hauptmission weitermachen. Ja, zurück. Back to the Normandy, baby. So. Und los geht der Spaß. Citadel. Verlatzen. Mit Dr. Bryson, ja, mit dem treffen wir uns schon noch, keine Sorge. Genau, Annus Becken, da geht's nach Surkesh. Da, die Diplomaten und so, ne? Das Hades Gamma, das haben wir erkundet. Den Apienkranz haben wir erkundet. Das Minusödland haben wir erkundet, den Würgelschlund haben wir erkundet. Wir haben ja alles erkundet. Hä? What the fuck? So, jetzt uno momento. So. Im Apienkranz sichergestellt. Finden Sie jemand auf der Citadel, der Verwendung dafür hat? Pfeiler der Stärke. Ein batterianisches Artefakt wurde in Milanes sichergestellt. Finden Sie jemand auf der Citadel? Okay. Medigil-Formel für Aliens. Wurde auf Sanctum sich... Ach so, okay. Das heißt, wir haben... bei Mission of Benning verschollen ist. Finden Sie Beweise dafür, was mit seinem Sohn passiert ist und kehren Sie dann zum Botschafter zurück. Irune. Was auf der Citadel benötigt das Buch von Plenix, um sein Volk zu inspirieren. Beschaffen Sie es von Irune und bringen Sie es zu ihm ins Präsidium ins Unterhaus. Salarian auf der Citadel benötigt neue Wärmeeinheitsstabilisatoren. Finden Sie sie und bringen sie ins Präsidiums Unterhaus. Also im Dingens kann ich jetzt eigentlich nichts machen. Sorry, ich kann jetzt das. Ich kann das Mikrofon nicht mehr muten. Das ist immer ein bisschen blöd. Muss mir dafür mal eine Taste irgendwie belegen oder so auf der Tastatur. Das heißt also, im Prinzip geht es jetzt mit der Hauptmission weiter. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Weil sonst haben wir alles erkundet.
Muss ich wohl doch wieder in die Citadel andocken. Ah, ich wollte eigentlich weg, verdammt. Naja. Ich möchte jetzt mal mit dem Dr. Bryson sprechen. Das interessiert mich jetzt mal, was der da will. Ah, wir haben neue Punkte. Okay. Ich will, dass Sie das mit allen bekannten Orten abgleichen und die Karte aktualisieren. Und holen Sie dann von den Einsatzteams aktuelle Berichte ein. Jawohl, Sir. Commander Shepard, wir haben Sie erwartet. Moment bitte. Und Hadley, stellen Sie uns die Leviathan-Daten zusammen. Nein, nicht Leviathan. Verzeihen Sie, Commander. Leviathan. Das Team verfolgt gerade diverse Spuren. Ich bin Dr. Garrett Bryson. Und das hier ist die Einsatztruppe Aurora. Wie lautet Ihr Auftrag? Wir untersuchen Legenden, Gerüchte, alte Geschichten über die Reaper, noch bevor irgendjemand von ihnen wusste. Okay. Ich hätte Ihre Hilfe vor 3 Jahren brauchen können. Ja, hätte man auf Ihren Proteaner-Sender gehört, wären wir jetzt vielleicht nicht im Krieg. Aber jetzt, mit unseren neuen Informationen, nähern wir uns einem Durchbruch. Hadley, haben Sie die Daten? Nein. Hier ist Commander Shepard. Ich brauche C-Sicherheit, sofort! Sie sollten nicht hier sein. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Laut Transitdaten lautet sein Name Derek Hadley. Er hat einige Monate hier gearbeitet. Shepard, ich habe einen C-Sicherheit-Alarm von hier registriert. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ich könnte hier Ihre Hilfe gebrauchen, Edie. Gehen Sie die Unterlagen durch. Ich muss wissen, was diese Einsatztruppe vorhatte. Sofort. Was? Ich? Was ist hier los? Sagen Sie es mir. Ich stellte Daten zusammen, als sie kamen. Und dann... Es war dunkel. Kalt. Als wäre ich woanders. Und dann? Ich weiß nicht. Eine Waffe in meiner Hand. Dr. Bryson. Es gab ein lautes Geräusch. Sie haben ihn erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich war's nicht. Sie müssen mir glauben. Also hat jemand anderes abgedrückt? Aber ich würde das niemals tun. Commander, das erinnert an Berichte von Indoktrination. Indoktrination? Ich? Was ist mit diesem Leviathan, den Bryson erwähnte? Wie passt das ins Bild? Das ist eine Art Kreatur. Unsere Einsatzteams waren ihm auf der Spur. Das Artefakt kam von unserem Forscher, Garneau. Zusammen mit einem Audiolog, falls sie... Ah! Was ist los? Zurück. Wovon reden Sie? Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Verdammt. Bringen Sie ihn in die Klinik. Vielleicht können die uns sagen, was mit ihm los ist. Jawohl, Sir. Commander, das sollten Sie sich ansehen. Eine Nachricht von Dr. Bryson an Admiral Hackett. Dr. Bryson, gibt's Neuigkeiten? Admiral, der Leviathan von Tis, den wir untersucht haben. Wir sind da wohl auf was gestoßen. Kurzfassung, bitte. Vor 20 Jahren entdeckten die Batarianer einen Reaper, der in der Schlacht gefallen war. Sie vertuschten das Ganze und leugneten seine Existenz. Aber mich fasziniert die Schlussfolgerung daraus. Was hätte diesen Reaper überhaupt töten können? Genau, das ist der echte Leviathan. Das könnte sich lohnen. Machen Sie weiter und halten Sie mich auf dem Laufenden. Es gibt noch eine Nachricht, ein paar Wochen später. Admiral, die Reaper sind hinter meinen Einsatzteams her, als würden sie Leviathan selbst jagen. Was es auch ist, ich halte Leviathan für einen veritablen Reaper-Killer, quasi den Spitzenprädator. Und das macht sie nervös.
Wenn wir ihn fänden, würde das den Krieg verändern. Ich ersuche offiziell um Unterstützung bei der Suche. Bekommen Sie. Die Sache hat oberste Priorität, Doktor. Finden Sie das Ding. Anscheinend waren wir diese Unterstützung. Okay. Tja, dieser Leviathan könnte nützlich sein. Wenn das Ding einfach einen Reaper zerreißen kann, dann wären ein paar davon gar nicht mehr so schlecht. Ich verstehe, Bryson. Alles, was einen Reaper zu Fall bringt, ist die Suche wert. Trotz der potenziellen Gefahren dabei würde ich zustimmen. Aber das erfahren wir nur, wenn wir ihn finden. Brysons Assistent sagte, sie hätten kürzlich ein Log von ihrem Forscher erhalten. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr. Audiolog finden. Ah, der liegt ja direkt da. Haha. Das muss das Artefakt sein, das der Assistent erwähnte. Und hier ist das Log. Dr. Bryson, hier Gano. Ich schicke Ihnen ein Artefakt. So ziemlich das Einzige, was ich hier gefunden habe. Es mag falsch sein, aber ich könnte schwören, dass Leviathan hier vorbeigekommen ist. Ich werde ein bisschen rechnen und den Rest der Reisespesen verprassen. Vielleicht kann ich die Bewegungen unseres Reaper-Killers vorhersagen. Ich melde mich vom nächsten Einsatzort. Garneau scheint unsere beste Spur zu Leviathan zu sein, aber er gibt kein Ziel an. Dann konzentrieren wir uns auf das, was er sagt. Er wollte Leviathans Weg extrapolieren. Und er wollte rechnen. Es war kein Blindflug. Er hatte Daten. Jede Menge Daten sogar, wenn man sich dieses Büro ansieht. Also, wie schränken wir es ein? Bryson und seine Kollegen haben zweifellos ein Galaxiekartensuchprogramm bei ihrer Jagd nach Leviathan benutzt. Damit finden wir vielleicht Garneau. Sagt uns das hier, wohin Garneau gegangen ist? Nein. Aber vielleicht können wir das Ziel eingrenzen, wenn wir Hinweise finden, die er bei seiner Suche nach Leviathan benutzt hat. Okay, dann suchen wir doch mal, weil das interessiert mich jetzt doch tatsächlich. Was zum Teufel? Ah, der bewegt sich ja. Und kann schreien. Das ist ja mal richtig gruselig. So, was haben wir denn hier? Die stammen alle von Morden, bei denen der Beschuldigte kein bekanntes Motiv hatte und Gedächtnisverlust angab. Genau wie Brysons Assistent. Glauben Sie, Garneau folgte einer Spur von Verbrechen mit Blackout? Wäre möglich. Wir brauchen Daten über Zeitpunkt und Tatorte derartiger Verbrechen. Tja, vielleicht sind die hier drin. Das ist die Liste mit den Zeiten und Daten der Verbrechen. Können Sie nach Morden mit angeblichem Gedächtnisverlust filtern? Füge den Suchfilter hinzu. Die Ergebnisse werden in dem Galaxiekartenprogramm angezeigt. Was mir gerade so auffällt, Leute. Jetzt, nachdem ich schon zig Parts abgedreht habe. Ich habe total vergessen, die Untertitel einzuschalten. Das tut mir echt leid. Das ist hier, glaube ich, drin, oder? Ja. So. Es tut mir wirklich sehr leid, Freunde. Alle die, die es vermisst haben, ab jetzt gibt's Untertitel. Monster von Loch Ness. Plesiosaurier. Monster von Loch Ness ist interessanter. Interessant und nicht existent. Das hast du gesagt. That's what she said. So. Bryson hat unerklärte Kreaturensichtungen untersucht. Bryson hat nicht bloß Sichtungen verfolgt. Er hat versucht, einen Kurs zu extrapolieren. Und Garneau könnte diesem Kurs gefolgt sein. Edie, können Sie einen Suchfilter für Systeme entlang dieses angenommenen Weges setzen? Füge diesen Suchfilter der Galaxiekarte hinzu. Na, hier kann man ganz gut XP sammeln. So, der Torianer, 17. August 2185. Der Torianer, eine auf Verus entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierende Einblicke in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spezies. Im Gegensatz zu gewöhnlichen intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich auf vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Der Torianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie nutzt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu überleben. Der Torianer hat Schmerz...
Konditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sie für körperliche Arbeiten zu nutzen, beinahe so wie ein Mensch seine Hände und Finger nutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mit Hilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Das ist interessant. Vielleicht ein Meteoritenfragment? Für ihn war das Objekt wichtig. Wir sollten eine Probe näher untersuchen. Na dann. Meteoritenprobe mit Spuren von Element Zero. Braucht Leviathan E-Zero? Es wird zwar beim ULG-Flug nicht verbraucht wie Treibstoff, aber nach mehreren Jahrhunderten aktiver Benutzung zerfällt es. Wenn Leviathan alt genug ist, muss er seine Vorräte auffüllen. Okay. Können Sie einen Suchfilter für Orte mit Element Zero setzen? Füge den Suchfilter jetzt hinzu. Sehr gut. Das wird ja immer spannender hier. So. MP-Massenimpulsrückschlusssystem aufgenommen. Eieiei, hier haben wir wieder einiges. Sieht aus wie Daten über die Rachni. März 2186. Ich untersuche die Rachni. Ihre Bewegungen bei den Rachni-Kriegen deuten auf Alien-Einfluss hin. Aber das Timing stimmt nicht. Und Rachni hatten keine Reaper-Tech implantiert. Hat Leviathan die Rachni auf einen Kampf gegen die Reaper vorbereitet? Was denken Sie, Edi? Brysons Team will möglicherweise mit alten Flottenbewegungen der Rachni Leviathan finden. Wir haben vorhin ein Datenpad mit Rachni-Bewegungen gesehen. Könnte relevant sein. Die Rachni-Daten. Können Sie das mit den Orten der Sichtungen vergleichen? Füge jetzt hinzu. Okay, was haben wir hier? Von Anne Bryson. 9 Jahre alt. Das scheint derzeit nicht relevant zu sein. Vielleicht wird's das noch. Okay, naja, schauen wir uns hier mal noch ein bisschen... Was haben wir denn hier? Sovereign-Fragment. Oh, okay. Was haben wir hier? Sir, hier ist Bryson. Wir wissen, dass die Reaper hinter Leviathan her sind. Das Studium ihrer Jagdmuster könnte uns weiterhelfen. Diese Daten sind streng geheim, Dr. Bryson. Wenn sie in die falschen Hände geraten, werden sie nicht. Sie sind verschlüsselt. Und der Schlüssel ist sicher. In der Nähe meines Herzens. In der Nähe seines Herzens? Was bedeutet das? Die Aktivität der Reaper-Flotte ist laut Brysons Aussage in dem Log verschlüsselt. Er sagte, er bewahre den Schlüssel in der Nähe seines Herzens auf. Tja, dann würde ich mal sagen, wir schneiden den guten Dr. Bryson mal auf. Die Sovereign, Vorhut unserer Vernichtung. Na, wie läuft's denn so für dich? So, was haben wir hier oben? Dr. Bryson, ich stelle Einsatztruppe Aurora wie angeordnet wegen des abgefangenen batterianischen Funkverkehrs über den Leviathan von Dis frei. Commander, das Schlachtschiff ist unter Kontrolle, aber die Salarianer könnten Überwachungsaufnahmen haben. Unser Botschafter wird die Sache komplett leugnen. Geben Sie mir Ihre ersten Analyseergebnisse. Mehrere Millionen Jahre alt mindestens. Und die Technologie stellt alles in den Schatten, was im Rat sitzt. Ausgezeichnet. Unsere Wissenschaftler werden Tag und Nacht arbeiten, um seine Geheimnisse für die Hegemonie nutzbar zu machen. Eine Sache nur, Commander. Von dem echten Leviathan von Dis, dem Ding, das dieses Schiff vernichtet hat, fehlt immer noch jede Spur. Unwichtig. Das Schiff hat Priorität. Und was den Rest der Galaxie betrifft, es gibt keinen Leviathan von Dis. Hat es nie gegeben. Alles höchst interessant. Ja, aber ob wir jetzt wirklich Dr. Bryson aufschneiden müssen und in die Nähe seines Herzens schauen müssen, so wie bei Saw in der Richtung, das erfahren wir beim nächsten Mal. Und zwar, wenn es wieder heißt, Let's Play Mass Effect Dry. You claimed it dry. Bis dahin, alles Gute, Leute. Macht's gut.